Du wartest jetzt. Ich will jetzt hier erstmal Kutsche gucken. Einfach nur schön. So. Fünf Kilometer noch. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir hier eine Pause machen wollen und übernachten wollen. Haben uns auch den Kiosk schon angeguckt, um die letzten knapp 500 Kilometer bis in die Türkei zu fahren. Und ich bin die ganze Zeit dabei zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich da angekommen bin. Denn es ist eine neue Version raus, die 1.51 inzwischen, und da gibt es auch schon die neue Pro-Mods von, ob ich die schon installieren soll oder ob ich noch warten soll. Ich bin da noch nicht ganz schlüssig. Mal sehen, vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal weiterfahren, allzu weit ist es nicht mehr. Aber wir wollten ja erstmal Pause machen, genau, einmal schlafen. So, 5.50 Uhr, guck mal, ist schon wieder hell, ist doch wunderbar. Ja, dann machen wir uns auf die Socken. Wie sieht es denn eigentlich aus hier mit dem 9%? Auch der Trailer hat 1% Schaden, aber es ist wahrscheinlich auch alles nur Verschleiß. Im ATS, da ist mir der Mario im Konvoi hinten drauf gefahren. Müsstet ihr jetzt auch so zu diesen Tagen sehen. Ja, ich glaube, das ist in der Folge, die jetzt auch schon bald kommt. Bam, so Riesenschaden. Hier ist es ja nicht so schlimm. So, erstmal die Karre anmachen hier. Mach mal aus. So, regnet ja nicht mehr. Also. Oh, wie viele Kilometer haben wir denn noch? Ach so, die Bremse noch. So. Kommen wir da rum? Oh ja, das sollte klappen. So, jetzt schalten wir um. Ich will die Kilometer. Das sind 484 sind das noch. Ach ja. Ach, jetzt bleibt ihr hier stehen. Oh, ich habe doch genug Platz gelassen. Aber wenn das unbedingt sein muss, bitte sehr. Keine Mopeds umfahren. So, auf die linke Spur. Und dann geht das wieder zur Sache hier. Frühmorgens. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Ich guck mal eben. Dienstag 21 Uhr, also heute Abend um 9 ungefähr sollen wir da sein. Naja, das sollten wir schaffen. So weit ist das ja nicht mehr. Da, di, da, di, da, di. Ich denke mal, ich warte einfach ab. Was soll denn schon groß an Neuigkeiten sein? Ist denn da viel Neues gekommen mit der 1.51? Diese Fahrschule kommt ja erst mit der 1.52. Ne? Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Die Bibi, die hat mir geschrieben, die 1.52, die kommt wohl erst im November oder so. Also wird sich das schon lohnen, obwohl ich finde, ne, wir haben ja jetzt schon bald den 1. Oktober. Heute ist noch der 29., wo ich das aufnehme. Aber allzu lang ist das ja nicht mehr hin, ne? So, die 70 haben wir hier, die loggen wir mal ein. Da-da-di. Mal gucken, wir haben jetzt Sonntag, den 29. Ich muss mal gucken, dass ich noch ein bisschen was hinkriege, weil die haben ja mit den, wie ich schon öfter gesagt habe, die Renovierungsarbeiten hier verzögert. Bis jetzt ist noch nichts passiert, aber das muss jetzt bald losgehen. Vor allen Dingen auch ab morgen, dass die hier im Keller bohren wollen, dann kann ich keine Videos machen. Also nochmal die Ankündigung, es droht, dass Ausfälle sind. Also egal welche Staffel, dass irgendwelche Videos vielleicht nicht kommen, wenn ich einfach keine machen kann. Außerdem habe ich andere Dinge zu tun. Ich muss 3 Steuererklärungen machen. Jetzt im Oktober habe ich jetzt die Ermahnung gekriegt vom Finanzamt. Und dann habe ich noch Behördentermine und Zahnarzttermine und Handwerker kommen in die Bude. Alles nächste Woche. Jetzt in dieser noch nicht, aber in der nächsten. Ah. Wird eng. Na, mal sehen. Mal gucken. Badadidadi. Bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen, aber muss ganz ehrlich sagen, die Steuererklärungen, boah, die hängen mir schon
im Gedärm. Vor allen Dingen muss ich die, ich kenne, kennt ihr das auch so? Ich muss die zwingend über online über Elster machen. Auf Papierform geht nicht, ne? Geht nicht. Nein, geht nur über Elster. Also das finde ich unmöglich. Naja. Ich habe das bis jetzt immer irgendwie hingekriegt. Werde ich das auch wieder schaffen. Weil Steuerberater lohnt ja nicht. Der würde ja ein Vielfaches von dem kosten, was überhaupt reinkommt. Also da würde ich dick Minus machen. Für so ein paar Peanuts kann man ja keinen Steuerberater anstellen. Also muss ich das alles selber machen. Und das sind so komplizierte Fragebögen immer. Obwohl ich auch sagen muss, hier diese Elster-Geschichte, die scheinen ja wirklich zu versuchen, das so einfach und so deutlich wie möglich zu machen. Trotzdem ändert sich immer mal wieder was. Und oh, ich gucke mal auf den Tank. Ist denn, wenn da jetzt eine Tankstelle ist, die leicht anzufahren ist, ne, dann tanke ich noch, weil so voll ist der nicht mehr, ne? Ja, guck mal, die fahren wir doch jetzt an hier. Warte mal, wie kommen wir denn da drauf? Müssen wir hier rumfahren? Ne, hier darf ich nicht rein, stehen die Schilder. Da auch nicht, da muss ich hinten reinfahren. Ja, machen wir das. So. Oh, mal rum. So. Nee, nee, ich will ja nicht schon wieder schlafen. Hier, ich will tanken. So. Mach mal voll. Besser ist. Obwohl, wenn wir abgeliefert haben, sollte ich mal in die Werkstatt fahren, ein bisschen reparieren. 656 Millionen. Ja, wir nähern uns langsam der 700 Millionen. Na? Es wird, es entwickelt sich. Wir sind ja nicht in Eile. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da hinten schön links abfahre. Deswegen fahren wir jetzt hier schon mal so ein bisschen schräg. Blödes Schild da, aber auch da kann ich schon mal gar nichts sehen. Dann mache ich das so. Da ist frei. Da kommt ein LKW. Jetzt bleibt der stehen. Ja gut, dann... Wie fährt er doch? Ich dachte, der bremst und bleibt stehen. Aber jetzt können wir. Auf geht's. 416 Kilometer Küss noch. Ach ja, das war dann auch eine lange Tour, ne? Wenn wir da ankommen, ja. Wo sind wir gestartet? In Nordspanien. Und jetzt hier auch die Nebenstrecke mal zu fahren, ist auch mal ganz schön, sich das mal anzugucken hier. Da hat sie natürlich recht gehabt. Die Bibi, fahr doch mal die Nebenstrecken. Das machen wir jetzt auch öfter mal. Als immer nur die Autobahnen zu sehen, die wir schon ein paar Mal gefahren sind oder so. Dann kriegen wir auch mal langsam ein paar Prozente hier von der Strecke schon mal abgegelbt, sag ich mal. Wie viel haben wir eigentlich schon? Lass doch mal schnell gucken. 33%, also ein Drittel ziemlich genau der Strecken auf der großen Map haben wir bis jetzt erkundet, gefahren. Das ist schon einiges, wenn man bedenkt, dass wir da schon jetzt hunderte von Mitarbeitern haben und 656 Millionen Euro haben. Das ist schon ordentlich. So sieht's also aus auf den Landstraßen in Bulgarien. Guck mal, da ist so ein Feldweg, der abgeht. Aber warte mal. Der Feldweg, der hier abgeht, ne, der hat keine Absperrung. Sollen wir mal gucken, ob man da vielleicht eine versteckte Route findet? Ich fahre einfach mal ein Stück da rein. Ich weiß, das ist jetzt riskant und gefährlich. Dass wir dann vielleicht schlecht rauskommen. Aber ich will einfach mal gucken, ob die Meldung kommt. Nee, da ist eine Sperre. Ah, hätte ja sein können. Aber das sieht so aus, als ob es da weiter ging. Sollen wir mal gucken gehen? Ich mach mal die Bremse rein. Lass mal eben hier... Vielleicht will ich auch mal eben die Sträucher verschwinden. Könnte man fast übersehen dagegen kacheln, ne? Ich jogge mal ein bisschen. Ja, nee, also das ist nicht vorgesehen. Sonst hätten sie da was hingemacht. Das wird ins Nirvana gehen hier, ja. Hätte ja sein können. Ich könnte mir vorstellen, so auf die Art und Weise kann man so manche versteckte... Strecke finden, ne? Na gut, dann gucke ich mal, ob ich hier einfach so wieder rauskomme. Kommen wir hier rum? Ja, die Bremse muss ich natürlich lösen, sonst wird das nichts. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt muss ich nur aufpassen. Wegen dem Verkehr. Ja, passt.
Fahr einen großen Bogen, damit das Schild nicht unbedingt umhaust. Passt. Alles gut. Slatica. Okay. Slatica und Sofia. Na, Sofia fahren wir jetzt nicht. Wir müssen aber hier rechts, können auch gar nicht anders. Na, wenn eine Abbiegung gibt, wo die nirgendwo hinführt, aber keine Sperrbaken da sind, dann riecht das schwer danach, dass es sich um möglicherweise eine versteckte Route, eine unentdeckte Route handelt. Finde ich gut, dass sie das jetzt so immer mal so mit einbauen. Ja, warum nicht? So. 8 Uhr morgens. Das ist früh. Schneller als 50 dürfen wir nicht. Ja, wir müssen gucken. Um 9 Uhr heute Abend müssen wir da sein. Sind noch 390 Kilometer. Immer noch 50 hier. Was ist das, eine Ballettschule? Sah so aus, ne? Wie ein Plakat für eine Ballettschule. Carlofo kommt dann. Oh, 50? Ernsthaft? Why? Tell me why. Was stand da? Burgos? Burgos. Wo habe ich das auch schon mal her? Irgendwie kommt mir bekannt vor. Oh, 70, wenigstens was. Ich glaube nicht ernsthaft, dass ich Sorge haben muss, dass wir das nicht mehr schaffen. Obwohl, wenn das so Nebenstrecken sind, wer weiß, wer weiß. Na, guck mal, 8 Uhr ist es jetzt schon. Und wir haben kaum was gefahren. Aber interessante Felsformationen hier. Ist das so felsig hier in Bulgarien? Offenbar, ne? Ich habe keine Ahnung, ich bin da noch nie gewesen. Doch, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, einmal, aber vor meiner Geburt, aber doch schon existent, um es mal so zu formulieren. 1965 im Sommer war ich in Bulgarien. Aber ich habe nichts davon gesehen. Es sei denn, ich wäre wie so ein Alien vorzeitig durchgebrochen. Ja. So, Carlofo. Und abbiegend. Ja, die Balkanesen fahren überall rum. Aber mir gefällt das Wetter. So ist das Wetter. Schön, so wollen wir das haben. Und wieder 50. So, dann loggen wir die ein. Burgas, nicht Burgos. Burgas. Wie bei Louis de Funès, der Gendarme-Film, da gab es doch einen, der hieß Fugas. Ja. Burgas. Einmal Kreisverkehr. Ach, die sind beliebt, die Kreisverkehre, ne? Als ich jung war oder als ich ja Kind war, da war ein Kreisverkehr eher was Seltenes. Aber jetzt, das ist so beliebt geworden, die gibt es dauernd. Nicht nur in Deutschland, ganz Europa, überall immer Kreisverkehre. Gut, möglicherweise war das ja auch in anderen Ländern auch schon früher so, dass das mehr waren. Weiß ich nicht so genau. So, da ist nochmal eine Tanke. Brauchen wir aber nicht. Dann haben wir noch, immer 350 Kilometer. Boah. Schon wieder zu schnell.
Sightseeing-Tour. Naja, aber ich habe ja schon gesagt, wenn wir wirklich zu spät kommen, dann ist das eben so. Aber wir haben noch 12 Stunden. Also 350 Kilometer in 12 Stunden, das soll ja wohl zu schaffen sein. Außerdem dürfen wir hier 70 fahren. Dann machen wir das auch. Links Berge, rechts Schienen. Ja. Ziemlich viel Gegend hier in der Gegend. Hier ist auch nichts los. Hier ist nichts los. Boah, Kurve. Ja, doch schön, so mit den Felsen hier. Schick, schick. Die Sträucher wachsen schon bis auf die Straße. Das ist aber so untypisch, wäre das für Deutschland. Ja, so eine Straßen gibt es in Deutschland auch, aber eher selten. Meistens ist dann doch wenigstens noch so ein Radweg, ne? Also so hier an der Straße, wenn auch nur auf einer Seite, so ein Grünstreifen, so von 1 Meter, 1,50 Meter Breite. Und dann nochmal so ein asphaltierter oder betonplattenmäßig so ein Radweg, auch nochmal so 1,50 breit. Das ist häufig bei so Landstraßen in Deutschland. Nicht überall. Ich meine, solche, wo das nicht gibt, gibt es auch noch, aber die sterben immer mehr aus. Was ich auch gut finde, weil so Rollerfahrer oder Radfahrer oder sogar auch Fußgänger, blöd, wenn die so an der Straße lang müssen. Ne? Das ist auch nicht ganz ungefährlich. So, hier ist wieder 70, okay. Immer noch über 300 Kilometer. Aber wir wollten ja Nebenstrecken fahren. Tada. Sonnenblumen. Hier diese Sonnenblumenfelder, die gab es schon in der allerersten Version vom Eurotruck. Sonnenblumenfelder immer wieder. Da sahen die, glaube ich, auch schon genauso aus. Oder annähernd. Hier ist ein anderes Kornfeld, da hinten ist wieder was anderes. Das war früher weniger. Wiesen, Sonnenblumenfelder, ja. Links würde ich sagen Weizen, rechts eher Roggen, oder? Kann ich nicht so richtig sehen, aber eingezäunt. Ein eingezäuntes Kornfeld, gibt's das? Nur in Bulgarien, ne? Das hier links könnten Kartoffeln sein oder irgendein Kohl, ne? Das hier wird erst noch... Ach, guck mal. Landwirtschaftssimulator, ein schöner Pflug. Boah, sobald ich Außensicht fahre. Und das hier könnten Trauben sein, ne? Oder Oliven, oder was ist das hier, die Bäumchen? Oder irgendein Obst? So, ja, wir müssen hier ab. Und dann unten rechts. Habe ich da gerade 90 gesehen, die wir hätten fahren dürfen? Naja. So. Zack. Schön gemütlich durch Bulgarien zockeln, auch mal Nebenstraßen angucken. Da habe ich jetzt aber auch Spaß dran. Das müssen wir echt öfter machen, dass wir mal so die Nebenstrecken fahren. Die sind alle so liebevoll gemacht. Und wenn man immer nur dem Navi folgt, der ja meistens dann die Autobahn nimmt, dann kriegt man so vieles nicht zu sehen. Guck mal da hinten, jetzt fahren wir ja ein Stück Autobahn, dann geht es da auch noch mal ein Stück runter. Ist doch schön. Ja, wie schnell dürfen wir hier? 70. Ja, dann fahren wir die. Obwohl, es ist ganz schön Kurve hier. Uhuhu, gewagt, gewagt. Haben wir hier so einen kleinen Baggersee hier links neben? Ja, ne? Ja? Oh, mit Strand sogar. Sieht schön aus. Sieht schicki aus. Ist gar nicht mal so klar. Oh, ne. Da musste ich jetzt doch mal auf die Eisen steigen. Das wäre sonst in die Buchs gegangen. So, und da hinten kommt dann schon eine Auffahrt auf die Autobahn. Warte, ich habe es gelesen, Palermo, aber das kann nicht sein. Sonst nenne ich den Titel, wo ist Palermo?
Und dann schreibt wieder jemand drunter, in Italien! War letztens einen Titel gemacht, wo ist Venedig? Ja, in Italien, und was findet Navi? Da habe ich gedacht, vielleicht hat da jemand einen Kommentar geschrieben, ohne das Video gesehen zu haben. Ich kann mir das nicht anders erklären. Badadidi. Jetzt werden wir ja wohl schneller fahren dürfen hier. Autobahn, was haben wir noch? 250 Kilometer Arbeit ist auch schon 10 Uhr durch. 90, yay. Ja, 85 reicht aber, oder? Ist auch nur ein kleines Stück Autobahn, ne? Wir sind tief in Bulgarien schon. Nähern uns schon auch so langsam der Türkei. Das gibt wahrscheinlich auch noch ein ordentliches Abfertigungsgedönsel da, ne? An der Grenze. Ich glaube, das ist ziemlich aufwendig. So, wenn wir Glück haben, dann sehen wir das noch alles so mit Röntgenhalle und mit Schäferhunden und Untersuchungen unterm LKW mit Spiegeln und so, werden sie wahrscheinlich die leeren Fässer noch auf Herz und Nieren prüfen. Sollen sie mal. Oblast Jamboi oder Jambol. Ja, von mir aus. Geradeaus ginge es weiter nach Burgas. So, und wir fahren schon wieder runter. Jetzt geht es ein Stück Richtung Süden. Eddie Stobart, ein Deutscher? Was machst du denn hier? Stobart Group, komm. So, wir wollen Linkes. Ach, was das entspannt ist. Ich bin jetzt vorhin gut 2 Stunden im Flugsimulator unterwegs gewesen. Mit der Becky und mit dem Luxen. Und auch die Nicole ist da noch dazugekommen. Hab das auch mal mitgefilmt, aber ich weiß noch nicht, ob ich da ein Video draus machen soll. Weil leider ist der Ton von der Becky so dumpf, dass man die kaum verstehen kann. Wir haben nach dem Stream festgestellt, woran das lag. Die hatte da ein falsches Mikrofon aktiviert. Das hat sie erst gar nicht gemerkt. Weil man selber hört das ja nicht, so wie man rüberkommt. Und wenn ich sage, du bist so dumpf, das hat sie offenbar nicht für voll genommen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich denke mal, ansonsten ist das recht sehenswert. Es geht sehr lang. Vielleicht werde ich das komplett ungekürzt so einfach mal raushauen. Da sind ein paar richtig schöne Szenen drin. Also wenn man so fliegt, aus dem Fenster guckt und den anderen Flieger so neben sich sieht oder mehrere, das ist schon nicht schlecht, ne? So, müssen wir hier wieder einloggen. Die 70. Zack. So. Mal gucken, werde ich wohl machen. Ich weiß noch nicht genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, fliegen, ich bin ja beim Landen auch einmal richtig gescheitert. Ich habe mit der Dicken bin ich auf Sylt gelandet. Naja, ich bin eben nicht gelandet, sondern ich habe gebounced. Ich bin ganz schlecht aufgekommen, so gehüpft und dann, ja, Absturzmeldung. Weil ich was kaputt gemacht am Flieger. Ich habe ja auf realistisch, gibt es gleich Absturzmeldung. Ja, gescheitert. Ne, ist doof. Ja, ich weiß, jetzt 50, ich fahre jetzt aber weiter. Ist bestimmt gleich wieder 70, siehst du? Naja. Tja. Und deutlich anspannender, als wenn man hier gemütlich mit dem LKW die Landstraße langfahren kann. Das ist dieser komische Abknick hier. Da wüsste ich vorfahrtmäßig gar nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll jetzt in echt. Ja gut, im Simulator auch nicht, aber da hat das ja alles keine Konsequenzen. Da wäre ich sehr vorsichtig, also. Wo habe ich die schon gesehen? Bin ich hier schon mal rumgefahren oder ist da auch in der Türkei so? Irgendwo habe ich die schon mal gesehen, diese Abbiegungen. Die hier, hier ist auch wieder so was Komisches, ne? Ne, das ist eine normale Einbindung. Ja. Polizei! So, 160 Kilometer noch und wir haben noch nicht mal Mittag. Ich glaube, das sieht gut aus. Das sind doch Blitzer hier, oder? Ja, na klar.
Blitzerkes. Wird halt irgendwie mediterran hier so wieder? Guck mal. Trocken. Ne? Meine ich so. Die Vegetation mutet ein bisschen so an. Ich habe da ja ein Auge für, das wisst ihr schon, ne? Die Bäume sehen ein bisschen anders aus, als sieht trockener aus. Muss ich abbiegen? Ne, weiter geradeaus. Als wenn wir jetzt schon so ein bisschen wieder uns dem Meer nähern würden. Aber das ist ja hier gar nicht so. Ist noch weit weg, ne? Sollen wir mal einfach mal einen Blick auf die Map gucken? Einfach mal so zur Orientierung. Aber guck mal hier, der Müll, der hier rumliegt. Das war überall ganz schlimm, als ich in Tunesien war mit dem Müll. So, pass auf. Dann gucken wir mal eben auf die Map. Auch wenn ich glaube, dass da die Grenze kommt. Ja. Grenze. Grenze nach Türkei. Ne, obwohl Wasser ist hier, das, weißt du, das Schwarze Meer. Ja doch, das kommt aber hin mit her. Guck mal, hier haben wir Mittelmeer. Ne? Und das ist ja nicht mehr weit. Und hier haben wir das andere. Was ist das? Hier ist das Schwarze Meer? Ist das Schwarze Meer, ne? Hier, Havanna, Bulgarien ist der Goldstrand. Da ist das, wo ich ja gewesen bin damals. Ja, das kommt schon hin. Das hat jetzt so ein bisschen mediterraner. Macht Istanbul ist hier. Ist das hier Bosporus? Naja. Ja, machen wir das jetzt mal. Jetzt könnte das interessant werden da. Wo müssen wir lang? Einfach erstmal geradeaus. Dass wir die Grenze jetzt gut hinter uns bringen. Da dürfen wir nicht weiterfahren. Wir müssen jetzt hier links lang. Was steht da eigentlich drauf? Cross-Border Checkpoint. Cross-Border Checkpoint. Aha. Grenzübergang Checkpoint. Ne? 5! Wollen wir mal versuchen, 5 zu fahren? Das geht doch überhaupt nicht. Was ist das? Hupen verboten? Kann man nicht lesen, was drunter steht. Ja, Hupen verboten und 5 fahren. 4. Mag, oh, Snacks zu schnell blitzen. Da vorne ist dann 8. Oh, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 5. Ihr seid doch bekloppt, oder? Ich würde das ja machen, wenn ich die Map hier mache. Ich würde hier so einen Blitzer machen, wenn einer 6 fährt. Blitz, zu schnell gefahren. Fluchen die alle. So, jetzt dürfen wir immerhin 8 fahren. 8. Und dann 30. Röntgenkontrolle erfolgreich abgeschlossen. Okay. Damit haben wir jetzt schon mal unsere Zellen geschädigt. Nehmen wir den linken. Nehmen wir den rechten, wie sich das gehören tut. Komm. Customs. Lasst uns rein in die Türkei. Wir kommen von Spanien. Wir haben nur leere Fässer an Bord. Auch wenn ihr das nicht glaubt und alles wahrscheinlich akribisch durchsuchen werdet. Trotzdem, ich habe wirklich nur leere Fässer. Grenzkontrolle. Knöpfe drücke. Das ging schnell, ne? Alles in Ordnung. Da vorne steht schon Türkei. Türkei. Wie schnell darf ich hier? 30. Okay. Hey, guck mal, da fahren die auf der anderen Seite da drüben. Ist doch kein Linksverkehr in der Türkei. Aber offenbar ist das hier so. Warum auch immer. So, das war jetzt erstmal, dass die Bulgaren geguckt haben, was so rausgeht aus dem Land. Und jetzt hier gucken die Türken, was reinkommt. Haben sie nachgearbeitet? Jetzt haben sie schon so ein Mützchen auf. Ja, kommt mir so vor, ne? Wo muss denn jetzt lang? Ach, hier nochmal hier links durch. Ist ganz schön eng, wenn man hier mit so einem riesen Schwertransport oder was durchkommt. Das kann interessant werden. Ach, jetzt haben wir noch die Waage. Die Waage. So. Mach mal auf. Ja, ich habe ja gesagt, das gibt noch ordentlich Tullus hier. Beim Grenzübergang in die Türkei. Da hinten ist nochmal wieder ein Checkpoint. Ich weiß ja nicht, was die da jetzt noch wieder checken. Gruselig, oder? Aber hier das Dach, guck mal, die Dachkonstruktion. Hammer. Wie detailliert, ne? Ja, je leistungsstärker die Rechner werden, desto mehr kann man da
die Performance belasten, ohne dass das Ärger gibt. Ja? Jetzt müssen wir länger warten. Boah. Alles in Ordnung. Aber wir haben keine Halle, in die wir reinfahren müssen. Ich hatte das ja auch schon mal gehabt, ob bei der Grenze nach Italien früher rein. Da mussten wir in so eine Halle fahren. Da kam dann so ein Kran an. Dann sind sie mit Spiegeln rumgelaufen, haben unten drunter geguckt und Hunde. Und eine richtige Kamerafahrt war dabei. War schon toll. So. 122 Kilometer noch. Ist das jetzt die letzte Schranke? Dürfen wir dann endlich weiterfahren? Jawohl. So, jetzt müssen wir wieder rüber. Gucken wir mal, ist hier Platz? Oh. Türkei! Ach, es fährt er noch so langsam. Langsamfahrer. Das interessiert ihn überhaupt nicht, ob ich hier hupe oder in China fällt ein Sack Reis um. Jetzt fährt er schneller. Na, siehste. E-Dirne. Was für eine Dirne? Ist das eine elektronische Frau? Eine E-Dirne? E-Dirne. Ich weiß nicht, wie sich das ausspricht eigentlich. So, hier ist schon wieder 50. Na, herzlichen Dank. Wir müssen da jetzt hinten rum und dann auf die Autobahn drauf. Sind noch über 100 Kilometer und noch jede Menge Abbiegungen und Gedönsel und Vierlefanz. Ah ja. Istanbul, Kirka sowieso. Wenn man das jetzt mal lesen könnte, was da draufsteht auf den Schildern, ne? Drauf sind wir, auf der Bahn. Ach ja, so, wir haben jetzt bald 14 Uhr. Damit haben wir jetzt nochmal 7 Stunden gut Zeit. Das wird schon klappen. Hier auf der türkischen Autobahn. Die sieht genauso aus wie irgendwo in Deutschland. Ne, hier. Gut, ist gerade sommerlich trocken. Aber das kann man bei uns ja auch mal haben. So, eingeloggt. Da müssen wir schon wieder ab, da vorne. Fahren wir nach Edirne? Nee, oder? Lass mal gucken. Nee, nach Korlu. Was auch immer das ist. Mit 90 hier geht das? Laut Schilder ja. Let's try it. Puh, was ein Affenzahn. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Vorfahrt, Achtenschild, ist egal, jetzt. Kabumstig. So. Da hinten müssen wir nochmal wechseln. Ah, ich sehe schon das Ziel in der Map. Ah, ja. Es ist ja nicht mehr weit. 65 Kilometer nur noch. So, jetzt muss ich da vorne aber links abbiegen, ne? Ja, aber erst da hinten. Hinten rum. Ist wie so ein Kreisverkehr. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Jo. Naja, ein bisschen begriffen. Ein bisschen begriffen. So ganz klar ist mir das noch nicht. Also, ist das ein Kreisverkehr? Nee, das ist nur eine Straßenansammlung hier, die wie ein Kreisverkehr anmutet. Aber geht da auch nach Istanbul. Babeski. Louis Burgas. Schon wieder Burgas. Und Corona vor uns. Kann das sein, man liest das jetzt in letzter Zeit öfter. Corona-Bier und Corona-Bier im Werbefernsehen und überall. Kann das vielleicht sein, dass das Corona-Bier gab es ja früher schon. Also bevor diesen Corona, diese Pandemie gab. Ne? Aber das war ganz selten, dass man davon mal hörte.
Und kann das vielleicht sein, dass durch die Pandemie und viele den Spruch mit dem Bier gemacht haben und das irgendwie so als scherzhaft, ja, aber Corona habe ich auch, und haben sie eine Bierflasche hingehalten in die Kamera. Da, hier, das ist mein Corona, ne? Und da haben viele dann dieses Corona-Bier getrunken, so quasi mit Hinweis eben auf diese Krankheit oder auf diese Pandemie. Und dass dadurch, dass das ein unheimlicher Boom war für die Bekanntheit dieses Bieres, weil man sieht das jetzt öfter. Ist, ich meine, vielleicht ist das auch jemand anders schon so aufgefallen. Mir kommt das so vor. Ne, ich wusste zwar, dass es mal so ein Bier gab oder dass es ein Bier gibt. Guck mal da, wie schön. Die hier, diese verfallene Halle da. Das sieht so toll aus, so echt, so realitätsnah, ne? Finde ich total gut. Ne? Aber jetzt viel mehr. Wenn das euch auch aufgefallen ist, schreibt mir in die Kommentare. Ja, ja, ich habe auch den Eindruck, jetzt wieder öfter mal Corona irgendwo auftaucht. Ach, guck mal, da ist eine Moschee. Da sieht man, aha, Türkei. Obwohl, gibt es in Deutschland auch schon. Kommt ja immer wieder so der Spruch so in der Politik. Gehört der Islam zu Deutschland? Das ist irgendwie eine eigenartige Fragestellung schon. Ich weiß nicht, also generell würde ich sagen, nee, der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil der Islam ist nicht in Deutschland verwurzelt. Ne? Wenn man fragen würde, gibt es in Deutschland den Islam? Oder sollte es in Deutschland Islam geben? Ja, selbstverständlich, wieso denn nicht? Ne? Jede Religion ist doch eigentlich willkommen in Deutschland bei unserem, wie soll man sagen, bei unserem freizügigen Land. Man darf nur nicht, das ist so meine Meinung, eine Religion anderen aufzwingen. Ja. Ah, jetzt sind wir schon in Korlu. Weil das gibt so viel Potenzial für Kriege und Gewalt und Streitereien, das ist so schade. Denn eigentlich ist ja in den meisten Fällen eine Religion eine gewisse Lebensstütze, Leute, die es schwer haben, die können sich Trost und Hoffnung holen durch Religion. Und da ist das eigentlich egal, welche Religion das ist. Ob ich jetzt an Allah glaube oder an Gott, ne, oder hier an Jesus Christus, oder ob ich irgendwo an eine Reinkarnation glaube. Eigentlich ist das immer was Positives. Und dann ist das so traurig, wenn das immer dann Anlass gibt für Kriege und Streitigkeiten, dass sich Völker nicht verstehen. Na, ganz besonders so bei den Organisationen, die jetzt die Religion quasi zum Anlass nehmen, um ganz, ganz fürchterliche Dinge durchzusetzen. Ich denke mal an Afghanistan, was da mit den Frauen gemacht wird überhaupt, also mit der Scharia, und das ist grausam. Da wird die Religion missbraucht, denn so wie ich das gehört habe, ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber wie ich das gehört habe, ist der Islam eigentlich, im eigentlichen Sinne gar nicht so streng und so gewaltbereit. Und, ne? Irgendwie ist der Begriff Heiliger Krieg für mich schon ein Widerspruch in einem Wort oder in zwei Wörtern. Widerspricht sich gegenseitig. Heilig und Krieg widerspricht sich in meinem Empfinden. So. Jetzt sind wir hier in dem Ort. Lass mal gucken, dass wir das jetzt auch finden. Ich werde jetzt mal hier den Maßstab ein bisschen umstellen. Was ist eigentlich mit der Aufnahmezeit? Ach, guck mal, wir haben die Zeit schon rum. Du liebe Güte. Ich dachte, wir kommen an und haben noch Zeit, uns zu überlegen, was wir als nächstes machen. Aber das ist gar nicht so. Aber das war eine schöne Strecke jetzt zu fahren, wie ich finde. Lass uns mal gucken, wie wir hier fahren. Oh, ich muss hier rum. Das muss ich echt aufpassen. Oh, das ist ja noch richtig herausfordernd hier. Gott, wie ist das denn hier angelangt? Ist da vorne wieder rechts? Alter Vater, ey. So was würde mich ja stressen in Realität, wenn dann plötzlich so ganz ungewohnte Verkehrsbedingungen sind oder Verkehrsregelungen sind. So, also hier wieder rechts rein. Jo, guck mal. Das finde ich so toll. Da fährt man, wer weiß wie weit. Und dann sieht man so andere Länder, andere Sitten. Sowas sieht man bei uns überhaupt nicht mehr, ne? Du wartest jetzt. Ich will jetzt hier erstmal Kutsche gucken. Einfach nur schön. So.
5 Kilometer noch. Da hinten sind zwei Türme bei der Moschee. Gibt es bei einer Moschee auch so was? Ein Pendant zu den Kirchen mit Turm und zwei Türme sind dann ein Dom? Ja, so wie Moschee und eine Moschee mit zwei Türmen ist eine Mosch oder weiß ich nicht, ne? Jetzt hätte ich fast Islamisten gesagt, wäre ja falsch, ne? Wenn Muslime zuschauen, gerne mal Infos darüber, wie das ist mit den Moscheen. Ich weiß gar nichts darüber. Ich habe mal, als ich in Tunesien war, bin ich jetzt noch richtig? Hier, ja. Da habe ich mal eine Moschee besichtigt. Ich weiß, dass die da beten. Die haben ja diesen Teppich, wo die sich so beugen. Und Schuhe ausziehen gilt, glaube ich, in der Moschee. Und ja, dann ist für mich auch schon meine Kenntnisse darüber schon am Ende. Was? Wie Aufliegerschaden? Wo bin ich? Ich habe hier nicht durchgepasst. Da habe ich dieses Rohr da, die Brücke angekratzt. Ich hätte genau in der Mitte fahren müssen. Ah, das ist ja übelst gemein. Aber ich glaube, das war nur ein ganz geringer Kratzer, weil ich hatte ja schon 1% Schaden durch Verschleiß, ne? Oh Gott, wie müssen wir denn jetzt noch hier fahren? Da rum, da hinten rum. Jetzt überziehen wir die Folge auch noch. Oh, guck mal, wie schön die Moschee da. Das sieht ja toll aus hier. Da nochmal so ein... Wie edel die gebaut sind, ne? So aufwendig mit den Türmchen, den runden Dächern. Schick, schick. So. Jetzt müssen wir da rum. Dafür müssen wir wahrscheinlich hier auf die andere Spur. Nicht das Moped anranzen da. Guck mal, jetzt hat er schon seinen Warnblinker angemacht. Aber ich habe ihn definitiv nicht berührt. Ich habe doch geblinkt. So, darum. Was machen die hier mit uns, ey? Ah, hier ist jetzt die Moschee. Aha. Ah, die Kamera. Die gucken wir uns an, auch wenn das jetzt so spät wird. Nee. Ich glaube fast, die Zeit ist um. Das müssen wir in die nächste schieben, ne? Tut mir leid, aber ich will die Kamera sehen. So. Das gucken wir uns doch an hier. So. Zack. An den Motor aus, sonst geht das nicht. Ja, guck mal. Da stehen wir richtig kacke. Jetzt sieht man auch noch, wie kacke ich da stehe. Ja, gut. Hauptsache hier noch ein American Truck Simulator Plakat. Da ist dieses blöde Ding, wo ich gerade angekratzt habe. Tekel Bayi und Coca-Cola. Ach, das war's schon. War eine kurze Kamerafahrt. So, Karre wieder an. Weiterfahren. Zwei Kilometer noch. 3:30 ist es. Wir haben noch Zeit bis heute Abend. Das muss ich hier rein. Boah, ist das ein Gegurke hier. Guck mal, hier stehen überall draußen die Getränkeautomaten. Ich habe gerade bei der Kamerafahrt schon mal einen gesehen. Da. Aber ich sehe auch, da ist auch eine Werkstatt in der Nähe. Könnte man da die Karre reparieren. Hier ist eine Feuerwehr. So, jetzt muss ich hier lang. Da liegt Müll auf der Straße. Ich bin doch richtig, ne? Ja. Hier kommt jetzt die Werkstatt. Jo. Warte mal. Wenn ich schon mal hier bin, ne, dann mache ich das doch schon mal erledigt. Guck mal, ich brauche doch nur einfach hier. Schwupp. Mach mal alles heile hier. Die werden wir erneuern müssen. Dann ist alles gut, ne? 13.493 Taler. Ah, wir haben es ja. So. Karre wieder an. Kann ich da vorne raus? Nee, aber ich kann hier so
rumfahren. Das passt schon. Siehst du, dann haben wir das auch schon erledigt. Das war nötig. Kommt da keiner? Nee. So, und dann müssen wir da hinten nochmal rechts und nochmal rechts. Dann sind wir endlich da. Ein Rumgegurke hier, aber ich finde das eigentlich schön, dass jetzt im Vergleich zu ganz früh am Anfang, wo die Straßen, also sämtliche Städte, auch große Städte, die bestanden nur so aus 2 bis 3 quadratischen Häuserblocks. Ja, und das war's. Ja, da hat man so am Horizont irgendwie so ein Wahrzeichen gesehen und mehr war nicht. Und jetzt ist das alles so, also richtig ausgearbeitet, bis ins Detail, mit viel Liebe zum Detail. Und das ist jetzt völlig egal, ob das die SCS-Leute waren oder die Promods-Leute. Anfangs konnte man da deutlich sehen, yo, das ist ja 0815 SCS. Und hier sind wir jetzt auf dem Bereich, den Promods gemacht hat, weil das viel besser war. Aber inzwischen machen die SCS das genauso gut. Und das ist mir eigentlich auch egal, wer jetzt hier die Stadt so gebastelt hat. Ob das von Promods überarbeitet wurde oder ob das original ist. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier rauf, ne? Ja, ja, Stadion. Kann das sein, dass wir da hin müssen? Ja, ja. Statoil oder Statoil oder wie nennt sich das eigentlich genau? Ist auch egal, hier machen wir den nochmal an. Kommen wir denn hier rum? Oh, jetzt hat's geruckelt. Ja, das kriegen wir hier hin. Ist ein bisschen eng alles hier, ne? Trotzdem, wir nehmen natürlich die Punkte mit. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? In Außensicht. Hoffentlich schreibt keiner in die Kommentare, macht das doch mal lieber in Spiegel, in Innensicht, das Einparken bei sowas. Weil ich will mal wissen, ob du das überhaupt kannst. Oh. Meine Antwort jetzt ist, ich behaupte mal, in den meisten Fällen kann ich das. Aber das ist anstrengend, das dauert länger. Das ist doof, das ist schwer, manchmal. Ne? Aber ich krieg das eigentlich schon hin. Okay, hier sind sehr eng, das wäre schon ziemlich schwierig und gefriemelig, das was zu machen. Ja? Aber ich krieg das eigentlich hin, da muss man dann da in den Spiegel gucken. Das ist aber so schwer zu sehen. Ich mache das einfach ganz gerne in Außensicht. Aber wenn jetzt wirklich ein paar Kommentare kommen, sagen, mach mal in Innensicht, dann mache ich euch das auch mal in Innensicht. Das kann aber auch mal sein, wenn das so eng ist wie hier, dass ich dann da 20 Minuten rumfummel, bis die Karre mal da drin ist, ne? Und es mag auch Situationen geben, wo ich das echt dann dran gebe. Oh, das ist der, guck mal, den haben wir schon vergeicht. Ein bisschen gerade ziehen hier. So. Ja, brauchst keine Angst haben. Die schützen ja die Poller. So. Ja, war ganz schöne Kilometer. War schon weit, aber finde ich ganz gut. Und jetzt von der Türkei aus bis nach Grönland. Das hätte was, oder? Wir können ja mal gucken, obwohl die Zeit ist eigentlich rum, ne? Oh, ist schon deutlich überzogen. Ja. So. Ausgeverzüglicht. 154.000 Taler. Boah, hat das Punkte gegeben. Ja, wenn man so hoch ist im Level, geht das ja langsamer vorwärts mit dem, ne? Aber hat geklappt hier. Level 72. So, obligatorisches Speichern. Zack, zack, zack. Jawohl. Ja. Nur mal ganz kurz reingeluschert. Was bietet sich denn hier an? Oh. Was hier? Ach so, was nach Nizza? Nee, warte mal. Was, nur 3? Wir können Paletten fahren. Wieder nach Italien. Da, ne, auf Sardinien. Wir können nach Stuttgart fahren. Einmal nach Hause, bitte. Und wir hätten noch, das ist das weiteste, nach Liebau in Lettland. Das sind dann schon ein paar Kilometer, ne? Aber so, ja. Wenn da jetzt eine bei wäre, die sagen würde, hier, dahin oder sogar da, da würde ich sagen, ey, das nehmen wir uns. Oder hier, was auch gut wäre, Longyearbyen, da. Ne? Oder eben hier auf Spitzbergen. Da hätte ich jetzt mal Bock drauf. Von da unten aus, alter Vater, das sind schon ein paar Kilometer.
Oder hier, da war ich ja auch noch nicht. Bei Chi, Gesundheit. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt eure Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weiterfahren. Wie gesagt, es könnte passieren, dass in irgendeiner Staffel hier mal der ein oder andere Ausfall ist, wenn die mir so einen Krach machen und ich nicht produzieren kann. Weil Bohrmaschine wollt ihr bestimmt nicht hören im Ton. Ich auch nicht. Bis dann, bye bye, tschüssi.